Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil Remake. Ich habe ja gesagt, wir ziehen es durch. Aber mir ist eingefallen, seit ich hier bin, habe ich glaube noch kein einziges Mal gespeichert. Und seien wir mal ganz ehrlich, bis jetzt hatte ich es nicht nötig. Denn ich habe mal überlegt, so, ich bin bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gestorben. Mag am Schwierigkeitsgrad liegen, ja klar. Aber dass wir den Crimson Elder überlebt haben, ist schon eine Leistung. Aber jetzt muss ich speichern, weil... Ich nehme auch das erste. Ach du Scheiße, wie viel liegt denn hier? Nein, ich will ich nicht aufheben. Ich will das erste Hilfespray. Das kann ich nämlich jetzt gut gebrauchen. Was? Der Kühlschrank ist? Ach, egal. Die Schreibmaschine benutzen wir jetzt mal. Denn wie gesagt, es könnte sein, dass wir sterben und entweder fährt da draußen der Schneedienst rum oder es ist was passiert, aber da ich keine Sirene höre, fährt da ein Schneedienst rum und räumt die Straßen. Was ich gut finde. So, ich glaube, ich nehme noch ein paar Heilsachen mit. Auch ein paar grüne Kräuter, die wir nicht gemixt haben, denn ich hasse es, mich im kritischen Zustand zu befinden. Dann räumen wir mal. Ich sehe mich schon dem ersten Tote nah. Fangen wir dort an. Gerade da, wo es am schwersten ist. Bei den beiden. Wo willst du hin? Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachtankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Da ist eine leere Kapsel. Ah, die können wir noch nicht tragen, okay. Nein, nein! Unser erster Tod. Kommen wir an den vorbei, auch ohne, dass wir gegen die kämpfen müssen. Das Problem ist One-Hit. Einfach nur Aua. Mit dem Verteidigungsobjekt hätten wir den jetzt gegrillt. Aber okay.
holen wir uns den Treibstofftank. Und machen erst die Zombies kalt. Der Typ ist einfach hochgesprungen, hat uns geschnappt und dann war's das. Machen wir erstmal. Also holen wir uns erstmal den Treibstofftank. Ich muss die jetzt töten. Nein, 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 nein. Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ohne Verteidigungsobjekt ist es einfach nur scheiße. Wow. Dieses Mistvieh ist stark. Alter. Holy crap. Und ich wollte mir nur die Kapsel diesmal holen. Ich wollte noch nicht mal kämpfen. Da seht ihr es. Ich war nicht mal angeschlagen. Also sind wirklich One-Hit-Viecher. An Angst stirbt man nicht. Ja, ich sterbe im Moment durch was ganz anderem, mein Lieber. Ah, diese Ladesequenzen, die hätten sie rausmachen sollen, ganz ehrlich. Das ist nicht schön. Wenn so ein Streifen da durch das Bild läuft, das ist echt. So, jetzt wisst ihr, welche Stelle mir am meisten Angst macht. Diese. Treibstoff nicht schütteln. Nachteil, das funktioniert das nicht. Das ist eine leere Kapsel. Mitnehmen. Oh. Nein! Ich frag mich nur, darf man rennen mit dem Treibstoff? Oder muss ich mich so bewegen? Ich glaube, ich muss mich so bewegen. Wenn ich das mache, explodiere ich. Wenn ich das mache, explodiere ich auch. Wenn ich angegriffen werde, explodiere ich. Fazit. Ich explodiere durch alles Mögliche. Könnte ich den auch überleben? Ich denke mal, im Notfall darf ich. Ich denke, im Notfall darf ich rennen. Ein bisschen rennen darf ich. Erwischt werden darf ich nur nicht. Nachtankgerät, Kapsel einsetzen, ja. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Und deswegen tue ich mal eben meinen Kopfhörer weglegen, denn es ist laut, wenn ich explodiere. Und ich will mich nicht erschrecken, das wäre nicht gut. Schmeiße ich den Controller noch weg.
So, den Rest gehe ich. Ich werde vorher noch speichern, bevor ich den Treibstofftank da einsetzen werde. Ein Angriff. Ich weiß nicht, wie viel ich rennen darf. Ich könnte es auch ablegen. Nein. Ich könnte es auch ablegen. So. Weil ich will nicht gegen die Viecher kämpfen. Wenn ich Glück habe, kann ich an die vorbeirennen. Deswegen speichere ich ab, weil ich weiß, ich kann nicht sterben. Normalerweise erledige ich den mit der Schrotflinte, das ist der einfachste Weg. Aber macht's wie ich, wenn ihr wirklich Knife Only spielt. Für die Platin. Geht mit dem Steuerkreuz. Also mit dem Steuerkreuz geht man normal. Man kann auch den Stick vorsichtig nach vorn bewegen, dann geht man auch. Aber das ist riskant. Rennen ist natürlich auch riskant. So, und jetzt beten wir, dass wir nicht explodieren. Ich glaube, diesen Abschnitt werde ich... Genau, ich renne. Okay, you are dead. Ich bin zu viel gerannt. Wir waren davor. Wir waren davor. Wir sind explodiert. Okay, so nicht. Also muss ich weniger rennen. Ich will nicht weniger rennen, ganz ehrlich. Ich will nicht weniger rennen. Muss der auch genau da stehen. Das war's. Nee, doch nicht. Das war's aber. Wir haben ihn wenigstens mit in den Tod gerissen. Okay, da lang können wir nicht. Ich wollte nämlich umgehen, aber umgehen kann man den Typen anscheinend nicht. Ja, der Deathcounter treibt sich jetzt hoch. Also, wow. Schwerste Stelle im Spiel. Weil man darf nichts machen. Und dann auch noch die Gegner. Also, ohne auch nur irgendwas zu unternehmen, müssen wir den Gegnern ausweichen. Deswegen halte ich mich rechts, weil ich glaube, der trifft rechts nicht. Der darf mich kein einziges Mal treffen. Funktioniert derzeit nicht, weil ich keinen Schaufel einsetzen. Ja! So, weg hier. Weg hier. Ich speichere.
Wir haben es geschafft. Ich speichere jetzt. Boah, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Ich speichere, weil ich will den ganzen Scheiß nicht nochmal machen, falls ich jetzt nochmal sterben sollte, falls mich einer nochmal greift oder so. Weil wir wissen, Instant Death. Instant ist immer so eine Scheiße. Speichern beendet. So, jetzt können wir das Farbband hier hoch tun. Zum anderen Farbband. Wir haben noch so viel Heilung. Ich würde mal sagen... Ich übertreibe, ich weiß, aber... Wir sind kurz vor Ende. Wir müssen da noch mal rein. So. Und wir haben die Viecher überlebt. Das ist, muss man sagen, wow. Jetzt laufen wir sie wieder hinterher. Ach du Scheiße. Der Selbstzerstörungsmechanismus des Labors. Er ist gewaltig. Brauchen wir nicht. Wir haben jetzt die Gegend mit Strom versorgt. Wisst ihr, was das heißt? Natürlich nicht, weil ich habe es ja noch nicht gezeigt, nämlich da hinten ist ein Fahrstuhl und den können wir jetzt benutzen. Den konnten wir vorher nicht benutzen, aber bevor ich den benutze, und das ist das, was ich hätte... Ich hätte jetzt erst speichern sollen und nicht vorhin, weil jetzt ist es sinnvoll, vorhin nicht. Aber das hätten wir ja so oder so überlebt. Und ihr seht, selbst wenn ich die Pflanze auf normalem Wege getötet hätte, hätten wir es geschafft. Obwohl, noch sind wir nicht am Ende. Ich muss noch einen Kampf bestreiten. Aber das, meine lieben Leute, erfahren wir im nächsten Part. Obwohl, ach ja, komm, im nächsten Part beenden wir das Spiel. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zveneta.